Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Gwendolin und im heutigen Video sprechen wir darüber, wie du die Kamera verändern kannst in deinen WebEx-Videos. Und zwar nicht nur von der einen zur anderen schalten, sondern auch virtuelle Kameras mit unterbringen kannst. Und ganz konkret geht es dabei um die Snapcam. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich dir gleich. Am Rechner auch, wie es geht und wie man das macht. Nur ein kleiner Eindruck mal kurz. Also ich habe dann mal per Knopfdruck eine kleine Typveränderung vorgenommen, wie du siehst. Okay, Spaß, die dir jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wir sind jetzt hier schon in WebEx, wie du siehst. Du siehst die ganze WebEx-Umgebung und du hast natürlich wahrscheinlich schon öfter ganz normal hier bei Video stoppen, also Video anhalten und Video einschalten, diesen Reiter genutzt. Jetzt kannst du aber, wenn du mal guckst, hier die verschiedenen Kameras auswählen. Und wir haben hier einmal die FaceTime, die integrierte, das ist wie gesagt die meines Macs. Oder da hast du dann die deines Laptops, was auch immer. Oder vielleicht deine Webcam, wenn du einen Windows-Rechner nutzt mit einer externen Webcam, wird die hier ganz normal erkannt und angezeigt. Und dann habe ich hier Camlink, das habe ich schon mal in dem Video, ich hoffe, es wird da oben angezeigt, sonst ist es auf der anderen Seite, ich weiß immer nicht genau wo, auf jeden Fall schon mal erklärt, was Camlink ist und wie das funktioniert. Ich schalte mal einmal um. Du siehst, wir haben ein ganz anderes Bild, es ist viel klarer. Das ist meine professionelle Kamera, die ich auch für meine Videos oder für ähnliche Sachen nutze und die natürlich ein anderes Bild wirklich eindeutig anders zeigt als die FaceTime-Kamera. Und jetzt möchte ich dir noch mal zeigen, haben wir hier noch weitere. Die ManyCam ist auch eine virtuelle Kamera, auf die möchte ich gerade jetzt nicht weiter eingehen. Kann man installieren. Wir gucken uns aber heute die Snapcam an. Und das haben wir hier unten, Snapcam. Und du siehst, per Knopfdruck bin ich hier wieder direkt mit diesen Filtern so. Natürlich sollte man diese Filter nicht in bierernsten oder wirklich hochkonzentrierten Webinaren oder Online-Konferenzen nutzen. Aber ab und zu zur Aufheiterung, es gibt da wirklich ganz, ganz viel, was du dir aussuchen kannst. Oder auch so ein bisschen Hintergrundfarbe, ohne jetzt irgendwie albern im Gesicht sich zu verändern. Da gibt es viele Möglichkeiten und es ist einfach für so private Meetings oder sowas auch mal ganz witzig, damit rumzuspielen, wo wir uns ja alle wieder nicht treffen können und zu Hause sind. Und das wohl auch noch in nächster Zeit, denke ich, ist es einfach mal nett, so ein paar kleine Spielereien wenigstens zu kennen und vielleicht auch gezielt einzusetzen. Wie kannst du jetzt also die Snapcam überhaupt sozusagen mit deinem WebEx verbinden, integrieren? Wie macht man das? Und ja, das möchte ich dir jetzt erstmal zeigen. Also dafür rufst du einfach die Snapcam auf. Die siehst du ja hier, Snapkamera. Und du kannst jetzt das Ganze downloaden und installierst die Snapcam bei dir. Ich habe das schon. Hier kannst du auch nochmal angucken, was das Ganze kann. Und es geht sowohl auf dem PC als auch auf dem Mac. Und wenn du die Snapcam installiert hast, dann bekommst du zur Auswahl dieses Menü. Also du rufst dann einfach deine Snap-App sozusagen auf. Es ist tatsächlich die Snapchat-Kamera, die du hier siehst. Und jetzt hast du hier wirklich unzählige Filtermöglichkeiten. Du kannst dich da mal durchscrollen und kannst die dollsten Sachen hier einstellen. Und wie gesagt, auch Hintergründe irgendwie verändern. Und also das ist wirklich sehr viel, was man da auswählen kann. Ich habe jetzt tatsächlich einfach mal was gewählt, um nicht so völlig verändert zu sein. Also sprich jetzt nicht irgendwie als Alien oder so. Aber wir können mal hier drauf gehen. Dann wird man hier zum Beispiel Cartoon. Und du siehst auch da wieder die Veränderung mit einem Cartoon-Gesicht. Also man kann da ein bisschen mit rumspielen, man kann da tatsächlich schöne Erheiterungen sozusagen in seinen Webinaren mit erzeugen. Und du wählst jetzt hier den Filter aus. Wir lassen jetzt einfach mal Cartoon, damit du siehst, was ich mache. Und die Kamera, ganz wichtig, die Kamera muss laufen. Also das stellst du vorher ein in dieser Kamera und lässt diese App offen. Ich setze diese App einfach wieder unten in die Leiste, aber ich schließe die App nicht. Das ist ganz wichtig. So, und wenn ich jetzt meinen WebEx wieder aufrufe und die Snapcam auswähle,
Dann siehst du, ich bin jetzt als Comicfigur zu sehen. So funktioniert das. Alles andere ist noch echt, nur der Kopf ist Comic. Ne? Die Hände sind ja jetzt nicht Comic. Genau. Also, so funktioniert das Ganze. Und. Oh. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei dieser Auswahl und hast ein bisschen was Neues erfahren, kanntest die Snapcam vielleicht noch nicht oder die Funktion, wie du sie in Webex integrieren kannst. Und vielleicht guckst du mal durch die Filter und probierst das ein oder andere in deinem nächsten Online-Meeting mit deinem Team zum Beispiel oder eben bei verschiedenen Treffen, vielleicht auch privater Art, einfach mal aus. Du weißt auf jeden Fall, wie du es einschalten kannst. Und ja, ich hoffe, du konntest was dazulernen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Und falls noch nicht geschehen und du weiteren Content zu Videos, Webinaren, solchen kleinen Spielereien, aber auch ein paar technischen Details zu den Kameras und so weiter, die ich hier nutze, kennenlernen möchtest, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du die Glocke noch klickst, dann wirst du sogar benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, hoffentlich gesund und munter, im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.